Sehr geehrter Herr Präsident, vorweggeschoben, das zentrale Paket zu einer künftigen Entlastung von Mittelstand und Bürgern haben wir heute durchs Bundeskabinett gebracht, und das ist das Osterpaket für die erneuerbaren Energien und Energieeffizienz. Das ist die große Chance für Wettbewerbsfähigkeit und Entlastung, und damit werden wir dauerhaft stabile Preise in diesem Land organisieren und damit dem Klima und der Unabhängigkeit von Autokraten noch was Gutes tun. Ich würde gerne aber einen Blick auf die Märkte richten, denn das kam ja ein bisschen zu kurz in der Diskussion heute. Fangen wir mit dem Ölmarkt an, der ja nach den Leitsorten Brent Crude und WTI Crude bemessen ist. Und wir hatten eine Entwicklung, kurz nach Ausbruch des Krieges ging dieser Preis mit einem extremen Schub hoch auf 138. Jetzt sind wir teilweise schon wieder unter 100. Sie können ja mal auf tankstellenpreise.de eingeben und Ihre Stadt aussuchen. Sie finden dort Benzinpreise unter 2 Euro. Das ist natürlich höher als das Niveau, was wir im letzten Jahr hatten. Aber wir müssen schon sehen, momentan, Herr Schäfer hat es ja gesagt, wir entlasten auf einem Niveau von 1,90 auf 1,60 mit dem jetzigen Paket. Und die Union möchte dauerhaft entlasten für einen Benzinpreis von 1,50. Ist das das Opfer, das wir bringen wollen für Putin? Ich glaube, wir müssen schon auch ein bisschen die Märkte im Blick behalten und sagen, Entwicklungen, die volatil sind, können wir nicht ständig abfedern, denn sie sind nun mal volatil. Und dann schauen wir uns den Gasmarkt an. Der Gasmarkt hat sich entkoppelt vom Ölpreis. Wenn Sie heute eine Gasheizung haben, und das haben sehr viele Bürger in Deutschland, dann stehen Sie vor der Besorgnis, dass bei künftigen Verträgen, und die Stadtwerke müssen zum Teil heute Verträge abschließen, der Preis sich zu 3 vervierfacht hat zu Beginn 2021. Das heißt, das ist wirklich ein soziales, ein existenzielles Problem für viele Haushalte. Und wenn sich das nicht bessert und die Aussicht nicht, ist nicht gut, dann werden wir da noch mal gezielt rangehen müssen. Aber im Vergleich zu Öl ist Gas das größere Problem. Und abschließend, wenn Sie dann auf den Bereich der Strombörse schauen, auf die Day-Ahead-Preise, dann sehen Sie, was günstig ist. Und das ist meine Abschlussbotschaft. Es sind die erneuerbaren Energien. Ich habe gestern geschaut, Sie kaufen die Megawattstunde in Deutschland für 75 Euro ein, in Polen für 90, in Frankreich aktuell für 550, in der Schweiz für 350, in Österreich für 200. Die Lösung sind erneuerbare Energien, Effizienz. Das haben Sie nie verstanden von der AfD. Das werden Sie heute auch nicht verstehen. Sie stehen immer auf der falschen Seite der ökonomischen Diskussion. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Janischek. Damit schließe ich die Aussprache und wir kommen zur Abstimmung. Zunächst Tagesordnungspunkte 5a und 5c. Interfraktionell wird